Im großen Buch steht's geschrieben. Deko-Engel Melly Wutsch verbringt die Adventszeit bei Lena und Simone Schmid. Auch Mutter Astrid ist schon ganz gespannt, welche Überraschung Melly heute dabei hat. Nachdem Vater Alexander alle Geschenke verpackt hat, kann es auch schon losgehen. Melly hat sich das ganze Haus genau angeschaut. Das ist der große Wohnraum im Erdgeschoss, aufgeteilt in Küche, Ess- und Wohnzimmer. Hier möchte der Deko-Engel besonders viel Weihnachtsstimmung hineinbringen. Ein schnelles Wiedersehen. Melly begrüßt den Nikolaus, den sie gestern mit Astrid und Avenzio-Handwerker Matze Sarnitz gebastelt hat. In der Essecke kommt mittlerweile richtig Weihnachtsstimmung auf. Aber im Wohnzimmer? Ich bin nicht so ganz glücklich mit dem Wohnzimmer. Hier ist alles offen, da haben wir ein tolles Weihnachten. Ja. Und da ist ein bisschen langweilig. Es wirkt ja auch sehr kühl, jetzt einfach von den Farben hier mit dem Blau, mit dem Weiß, sehr frühlingshaft, sehr frisch. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich Weihnachtszimmer. Nee, überhaupt nicht. Deswegen würde ich sagen, fangen wir hier auch als erstes an, alles umzustellen. Mhm. Erster Grund ist hier wirklich der Fernseher, was mir total ins Auge sticht, ist genau gegenüber vom Fenster. Du siehst nicht wirklich was. Das heißt, wir tauschen um, stellen die Couch auch um. Also das heißt, diese zwei Boards werden einfach getauscht. Mhm. Aber bevor wir lange rumreden, fangen wir doch gleich an. Unter die Schrankwand legen Melly und Astrid Malervlies. So lassen sich die Möbelstücke leichter verschieben. Eine Wolldecke erfüllt den gleichen Zweck. So, die Ecke ist es, oder? Genau, die Fernsehecke ist fertig. Jetzt machen wir drüben gleich weiter und stellen die Couch um. Zum Fernsehschauen steht die Couch nun besser an der Kopfwand, gegenüber vom Fernsehschrank. Jetzt haben wir hier die neuen Vorhänge, und zwar in Rot, damit es hier richtig weihnachtlich wird. Und es schaut auch gemütlicher aus, einfach wärmer. Das heißt, wir müssen als erstes unsere alten Vorhänge hier abmachen. Dank der Haken an der Seilspanngarnitur lässt sich die Gardine ganz leicht abnehmen. Für den roten Vorhang hat Melly neue Klemmen mitgebracht. Zwei Schals kosten im Möbelgeschäft etwa 35 Euro. Einfach schön flauschig, dann fällt auch der Vorhang schöner. Mei, schau dir das an. Das ist süß. Also, wir haben auch Katzenbetten geschaffen. Auch Simone und Lena helfen bei der Wohnzimmerdeko mit. Super. Wurzelchen noch. Sehr schön. Komm ich wieder. Gut, dann ist die erste Seite fertig, schon ein bisschen weihnachtlich, aber der ganze Raum gehört ja noch weihnachtlich und deswegen auch die Couch. Die passt farblich ja jetzt überhaupt nicht mehr zusammen, finde ich. Mhm. Es schaut zwar sehr modern aus, blau und rot, genau. Aber wir passen das jetzt auch noch an. Ich habe einen cremefarbenen Überwurf mit dabei, der liegt auch schon hier. Den schmeißen wir drüber und dann ganz viele verschiedene Kissen. Und bei den Kissen ist es der Gag, ich habe einen Goldkordel dabei und daraus machen wir Geschenke. Bei dem Überwurf sind Flecken vom Schoko-Weihnachtsmann kein Problem. Astrid kann ihn bei 60 Grad in die Waschmaschine geben. Das Kissen verschnürt Melly wie ein Päckchen mit einer Goldkordel. Die Schleife schön festziehen, fertig. Und das erste Geschenk. Wow. Das Wohnzimmer hat nun die richtige Grundstruktur. Die roten Vorhänge zaubern ein warmes Licht und die Couch steht an der richtigen Stelle. Dann kümmern wir uns als nächstes um unseren Sofatisch, oder? Mhm. Der alte Couchtisch passt farblich nicht mehr zum Sofa. Melly hat einen neuen weißen mitgebracht. Gut, super, Simone, schlag ein. Ja. Der Tisch kostet rund 30 Euro. Ja, klasse, ihr könnt ihn schon mal umdrehen und ich habe noch mal was für euch. Simone, wie wollen wir ihn umdrehen? Für mehr Gemütlichkeit sorgt ein flauschiger Teppich und zwei neue Sitzkissen aus Bananenblättern. Den Teppich hat Melly im Möbelladen für 17 Euro und die zwei Sitzkissen für zusammen 60 Euro gekauft. Für euren neuen Wohnzimmertisch habe ich euch jetzt eine Schale mitgebracht, damit jetzt hier nicht nur im Wohnzimmer Weihnachten zu sehen ist, sondern auch zu riechen. Und zwar aus dieser Schale machen wir eine Duftschale. Dafür stechen die vier Gewürznelken in frische Orangen. Das sieht nicht nur schön aus, es duftet auch sehr weihnachtlich. Der Duft hält ungefähr zwei Wochen. Dann sollte Astrid die Orangen austauschen. Was habt ihr jetzt gemacht? Ich habe eine Blume. Eine Blume, schön. Die ist aber schön geworden. Mit Blättern. Mit Anlegemilch malt Astrid Muster auf einen Granatapfel. Anlegemilch ist ein Kleber für Schlagmetallgold.
Diese Blattgold-Imitation kommt auf den Kleber. Das überschüssige Material streicht Lena mit einem harten Pinsel runter. Übrig bleibt ein mit Gold verzierter Weihnachtsapfel. Milli, wenn es jetzt eh schon so gut riecht, wieso haben wir dann noch ein Duftöl? Ah, das Duftöl, das machen wir hier auf die orangen Scheiben, um diesen Duft einfach nochmal zu verstärken. Das Orangenduftöl ist in der Apotheke für 4 Euro erhältlich. Nüsse und Plätzchen gehören auch auf den Teller. Im neu dekorierten Wohnzimmer fühlt sich auch Katze Zoe wohl. Du hast es gut. Sie hat schon entdeckt. Jetzt haben wir hier Birkenzweige und so ein bisschen Rohmaterial an Kugeln. Wir haben noch mal Scheiben da, Orangenscheiben und Bänder. Genau. Und daraus winden wir jetzt einen schönen großen Kranz, beziehungsweise zwei, weil über deiner Couch ist machen ein bisschen wir genau, sozusagen ein Wandbild. Und hier oben drüber über Sideboard, weil es doch sehr kahl ist. Die Birkenzweige hat Melli beim Floristen für 18 Euro gekauft. Selber pflücken im Wald ist verboten. So, du steckst hier immer so ein bisschen rein in das, was du schon hast. Gut festhalten, damit sie dir nicht auseinanderspringen. Du greifst unten durch und dann so ein bisschen mit Schmackis immer wieder rumwinden. Schön rumwinden. Die zwei winden immer in die gleiche Richtung, damit der Kranz gleichmäßig aussieht. Langsam spüre ich meine Muckis. Der Kranz trocknet mit der Zeit, sodass Astrid ihn nächstes Jahr wieder verwenden kann. Fehlt noch der Weihnachtsschmuck. Dafür benutzt Melli 12 cm breites Geschenkband in Rot und Gold. Die Bänder fixiert sie mit einem Stück Draht. Durch die Christbaumkugeln zieht Melli ebenfalls Draht, damit sie diese leichter mit den Zweigen verknüpfen kann. So, gut, super. Jetzt können wir die Schleife so ein bisschen richten. Die ehemals blaue Sofaecke wirkt ziemlich kalt. Die Farben Rot, Gold und Grün lassen Weihnachtsstimmung aufkommen. So, die zwei kommen jetzt einfach rechts und links. Das sind übrigens echte, das heißt fleißig gießen. Nicht vergessen. Dankeschön, Simone. Und einfach noch Kerzen rechts und links, einfach so als Farbeffekt nochmal. Lass das Rot auch nochmal kommen von den Vorhängen und von den Kissen. Melli hat eine weitere Einheit im Raum geschaffen, indem sie den Birkenkranz und die Farbe Rot wieder aufgegriffen hat. So, und da hat jetzt der Nikolaus auch einen richtigen Ehrenplatz bekommen. Ja, aber nicht nur der Nikolaus, sondern auch der Schlitten vom Flohmarkt. Ja. Ja, Mädels, hey, da habt ihr halt geschuftet. Ja, super ist das geworden. Ganz toll. Ja, ganz toll. Ja, wir waren ja richtig fleißig. Wahnsinn, ja. Und jetzt fehlt noch der Baum. Stimmt. Der ideale Platz. Ja. Perfekt. Auch in diesem Jahr wollen die Schmieds Heiligabend im Wohnzimmer feiern. Heute gab schon mal eine kleine Bescherung, denn für 280 Euro hat Dekoengel Melli Wutsch gemeinsam mit Astrid, Lena und Simone aus dem Raum einen kleinen Weihnachtstraum gezaubert. Jetzt fehlt im Wohnzimmer nur noch der Weihnachtsbaum. Den fällen und dekorieren die Schmieds morgen gemeinsam mit Avenzio-Gärtner Walter Löffler und Dekoengel Melli Wutsch.